Die neuen Samenmodelle der mittleren Leistungsklasse. Die neuen Modelle der Same-Traktoren der mittleren PS-Klasse, die Explorer 2 60, 70, 80 bzw. 90 PS, weisen zahlreiche wichtige technologische Neuerungen auf. Das neue Getriebe mit Synchro Power und 40 Vorwärts- und 40 Rückwärtsgängen, die Economy-Zapfwelle und das neue frontseitige Hydraulik-Zapfwellensystem bieten dank den Zeit- und Dieselöl-Einsparungen, die sie ermöglichen, bedeutende wirtschaftliche Vorteile. Die Motorhaube aus verzinktem Blech schützt den Wert der Investition lange Zeit. Die Einzelbremsung der vier Räder erhöht die Manövrierfähigkeit und somit die Leistung des Traktors. Und schließlich die elektrohydraulische Betätigung. Der dadurch erhöhte Komfort und die bessere Ergonomie erleichtern die Arbeit des Fahrers und machen daher die Arbeit des Landwirts rationeller und produktiver. Prüfen wir nun im Einzelnen die technologischen Neuerungen unserer neuen Modelle der mittleren Leistungsklasse. Synchro Power ist die neue unterlastschaltbare Untersetzung, die keine Betätigung des Kupplungspedals erfordert und mittels eines Knopfs mit zwei Positionen, der am Schalthebel angebracht ist, elektrohydraulisch betätigt wird. Durch Einschalten der Untersetzung erhält man eine Verminderung der Geschwindigkeit um 17% in jedem der vorhandenen Gänge. Es wird also ein Halbgang zwischen zwei benachbarte Gänge eingefügt und damit die Gesamtzahl der Gänge verdoppelt, und zwar von 20 Vorwärts- und 20 Rückwärtsgängen beim 40 km pro Stunde Getriebe auf 40 Vorwärts- und 40 Rückwärtsgänge und von 15 Vorwärts- und 15 Rückwärtsgängen beim 30 km pro Stunde Getriebe auf 30 Vorwärts- und 30 Rückwärtsgänge. Die mechanische Ausführung beruht auf dem herkömmlichen Getriebe, unterhalb desselben das Untersetzungssystem mit elektrohydraulischer Kupplung Synchro Power angebracht ist. Dieses besteht aus zwei epizyklischen Getrieben, die durch die Betätigung zweier hydraulischer Mehrscheibenkupplungen abwechselnd ineinandergreifen, wobei letztere den Wechsel vom Normalgang in den untersetzten Gang unter Last und umgekehrt ohne Betätigung der Motorgetriebekupplung ermöglichen. Im Ölbad sind die Scheiben der Kupplungen von Synchro Power keiner Abnutzung oder thermischen Überbelastung ausgesetzt. Beschreiben wir nun das Funktionieren von Synchro Power anhand von Plänen, in denen der Einfachheit halber nur eine der beiden hydraulischen Kupplungen dargestellt ist. Wenn die um 17% verminderten Geschwindigkeiten erreicht werden sollen, wird kein Drucköl zur Kupplung geschickt, weshalb diese ausgekuppelt bleibt. Die Antriebswelle der Räder dreht sich weiterhin mit verminderter Geschwindigkeit mit Hilfe des mit der hohlen Getriebewelle fest verbundenen Planetenrades A, der Satellitenräder S und des mit der Antriebswelle der Räder fest verbundenen Planetenrades B. Wenn hingegen die normale Geschwindigkeit verlangt wird, wird die Kupplung mittels Drucköl elektrohydraulisch eingerückt. So drehen sich die Getriebewelle, die Planetenräder A und B, die Satellitenräder S und die Antriebswelle der Räder mit gleicher Geschwindigkeit. Aus Sicherheitsgründen besteht eine dauernde mechanische Verbindung zwischen Motor und Hinterrädern. Bei abgestelltem Motor hält ein Federmechanismus die Untersetzung eingekuppelt. Dies ist eine Sicherheitsvorkehrung für den parkierten Traktor und ermöglicht es, auch diesen bei entladenen Batterien in Gang zu setzen. Außerdem wird die Kraftübertragung bei einer Panne des hydraulischen Systems nicht unterbrochen, eine Anforderung an den Traktor, die besonders in geneigtem Gelände geschätzt wird. Die hauptsächlichen operativen Vorteile von Synchro Power beruhen auf zwei außergewöhnlichen Eigenschaften: der Verdopplung der Zahl der verfügbaren Gänge und dem Wechsel von den normalen Gängen in die untersetzten und umgekehrt unter Last und ohne Betätigung des Kupplungspedals. Dank der Verdopplung der Zahl der Gänge werden mehr Kombinationsmöglichkeiten von Fahrgeschwindigkeit, Motordrehzahl und Antriebsmoment geboten, was die Wahl des besten Kosten-Leistungs-Verhältnisses unter den jeweiligen Arbeitsbedingungen erlaubt.
So verfügt man jetzt im Geschwindigkeitsbereich von 2 bis 10 km pro Stunde, dem in der Landwirtschaft am meisten gebrauchten, über 19 Gänge. Deshalb kommt es nicht vor, dass ein Gang zu langsam ist, während der nächsthöhere eine ungenügende Leistung entwickelt. Da ein Halbgang zur Verfügung steht, rückt man immer mit der richtigen Geschwindigkeit vor und nutzt dabei die Motorleistung voll und ganz. Die oben beschriebenen operativen Vorteile wären nicht voll ausgenutzt, wenn der Wechsel in den untersetzten Gang und umgekehrt nicht unter Last und ohne Betätigung des Kupplungspedals erfolgte. Das Niederdrücken des Kupplungspedals und die damit verbundene Unterbrechung des Radantriebs kann, obwohl der Halbgang zur Verfügung stände, zum Stillstand des Traktors führen. Wenn wir einige der typischen landwirtschaftlichen Arbeiten genauer betrachten, ist leicht zu erkennen, welch große Leistungssteigerungen dank Synchropower möglich sind und dass sich daraus beträchtliche finanzielle Gewinne erzielen lassen. Während der tiefgründigen Bodenbearbeitung muss die Geschwindigkeit der sich ändernden Festigkeit des Bodens oder der Neigung des Geländes angepasst werden. Schon beim Niederrücken des Kupplungspedals kommt der Traktor zum Stillstand. Dadurch verliert man nicht nur Zeit, es entstehen auch Löcher im Boden, wenn man wieder anfährt. Man sähe sich also gezwungen, den ganzen Durchgang mit geringerer Geschwindigkeit und entsprechend höherem Zeitaufwand und Treibstoffverbrauch durchzuführen. Dank der Synchropower-Unterlastschaltung ohne Unterbrechung des Radantriebs wird die Gefahr eines Stillstandes des Traktors vermieden, da der Halbgang, wenn immer nötig, eingerückt werden kann. Bei Planierungen wird durch Einrücken der Untersetzung unter Last das Drehmoment während des Füllens der Schaufel der Planierraupe erhöht. Beim Wechsel unter Last in die normale Untersetzung hingegen erhöht sich die Geschwindigkeit während des Entleerens. Bei Reihenkulturen beginnt die Arbeit zwischen den Reihen mit geringer Geschwindigkeit. Sobald der Traktor korrekt ausgerichtet ist, wird unter Last in den Normalgang geschaltet. Um ein eventuelles Absterben des Motors zu vermeiden, wird während des Mähens, des Aufladens oder des Ballenpressens die Untersetzung unter Last eingerückt, ohne dass dabei die Drehzahl der Zapfwelle vermindert oder ein Anhalten des Traktors riskiert würde. Beim Aufladen von Mais, Getreide oder Reis kann der Traktor dank Synchropower der Geschwindigkeit des Mähdreschers unter Last angepasst werden. Schließlich ist an Hängen bei Transporten mit schweren Anhängern bei Änderung der Steigung ein Wechseln des Ganges nötig. Mit der Synchropower-Unterlastkupplung erfolgt dies, ohne den Traktor anhalten zu müssen, folglich ohne Zeitverlust, mühelos und ohne Abnutzung der Kupplung. Abgesehen von den soeben beschriebenen qualitativen Vorteilen kann der finanzielle Gewinn leicht berechnet werden. Die Zeiteinsparung, welche Synchropower ermöglicht, kann auf gut 10% geschätzt werden. Das bedeutet auf der Basis von jährlich zum Beispiel 500 Betriebsstunden, 50 Stunden, die sich als Dieselöleinsparung von 600 D-Mark und als Arbeitslohneinsparung von 700 D-Mark, insgesamt also 1300 D-Mark, ausdrücken lassen. Viele Anbaugeräte erfordern hohe Drehzahlen bei geringer Leistungsaufnahme. Das ist zum Beispiel bei Heuwändern, Düngerstreuern oder Pumpwerken der Fall. Um den Motor weniger zu beanspruchen und den Treibstoffverbrauch einzuschränken, ist es daher wünschenswert, den Motor des Traktors bei mittleren Drehzahlen einsetzen zu können. Deshalb wurde die Zapfwelle unserer neuen Traktoren der mittleren Leistungsklasse mit Sparuntersetzung versehen, die auf einer zusätzlichen Superuntersetzung beruht, die es ihrerseits ermöglicht, die beiden Standardgeschwindigkeiten der Zapfwelle 540 und 1000 Umdrehungen pro Minute auch bei um 25% reduzierten Motordrehzahlen zu erreichen. Durch Stellung des Gangwahlhebels auf Normal- oder auf Spargang ist es heute möglich, 540 Umdrehungen pro Minute der Zapfwelle nicht nur bei einer Motordrehzahl von 2200 Umdrehungen pro Minute, sondern auch von 1700 Umdrehungen pro Minute zu erreichen, während 1000 Umdrehungen pro Minute der Zapfwelle bei einer Motordrehzahl von 2450 bzw. 1900 Umdrehungen pro Minute erzielt werden.
Das hat eine bedeutend geringere Beanspruchung des Motors zur Folge, die Drehzahl liegt 25% tiefer. Der niedrigere Lärmpegel garantiert höheren Komfort und der Treibstoffverbrauch sinkt um über 15%, woraus sich eine jährliche Einsparung von mindestens 500 D-Mark ergibt. Eine weitere wichtige Neuheit ist die elektrohydraulische Zapfwellenkupplung. Die Scheibenkupplung im Ölbad, die weder Abnutzung noch Heißlaufen ausgesetzt ist, wird mittels eines rechts vom Fahrer an einer Konsole angebrachten Drehschalters elektrohydraulisch betätigt. Um ein versehentliches Anlassen der Zapfwelle auszuschließen, muss der Schalter hineingedrückt werden, bevor durch Drehung desselben die eigentliche Kupplung erfolgt. Die elektrohydraulische Kupplung erfordert vom Fahrer keinerlei Anstrengung, erhöht jedoch die Arbeitsgeschwindigkeit. Zur besseren Abstimmung der Zapfwellenkupplung wurde ein neuer, größerer Druckölspeicher verwendet, der die Zeit bis zum Beginn des Einkuppelns von ca. einer Sekunde auf nur 0,3 Sekunden verkürzt und dank gradueller Einkupplung die durch das Spiel des Anbaugeräts verursachten Stöße fast vollständig eliminiert hat. Daraus ergaben sich große Vorteile. Die Kupplung erfolgt auch mit Geräten von geringer Trägheit weich. Das Anbaugerät wird keinen Stößen ausgesetzt. Das bei den Anbaugeräten vorhandene Spiel wird aufgefangen, weshalb Stöße während der Einkupplung erspart bleiben. Anbaugeräte von hoher Trägheit können auch bei reduzierter Motordrehzahl in Gang gesetzt werden, ohne dass der Motor abstirbt. Die an ein Gerät angeschlossene Zapfwelle kann jetzt auch bei sehr kleinen Motordrehzahlen gekuppelt werden. Alle unsere Traktoren mit Vierradantrieb von 60 PS aufwärts haben ein hydrostatisch betätigtes integriertes Bremssystem mit Scheibenbremsen im Ölbad, die unabhängig voneinander auf die vier Räder wirken. Neben der größeren Sicherheit, durch Nutzung auch der auf der Vorderachse ruhenden Last zwecks besserer Bodenhaftung wird die Bremskraft um 25-40% erhöht, ergibt sich daraus eine beträchtliche Erhöhung der Wendigkeit, da durch Bremsung beider Räder einer Seite die gleichen Wendekreisradien wie diejenigen der Traktoren mit Hinterradantrieb erreicht werden. Unter Umständen wird jedoch, um aufgeweichte Böden nicht zu beschädigen, nur das Hinterrad blockiert. Zu diesem Zweck wird die Vorderradbremse ausgeschaltet. Die Ausschaltung der Vorderradbremsen erfolgt mittels eines von uns patentierten, auf zwei Positionen einstellbaren Ventils. Sicherheitshalber bleibt diese Ausschaltung ohne Wirkung, wenn zum Verlangsamen oder Anhalten des Traktors beide Pedale zur Bremsung aller vier Räder niedergedrückt werden. Das neue frontseitige Hydraulik-Zapfwellensystem, das von uns entwickelt wurde, ist in die eigens dazu geschaffene Struktur des Traktors eingegliedert. Daher erfolgt der Einbau dieses Systems während der Fließbandfertigung des Traktors, kann aber auch später mühelos vorgenommen werden. Mit Ausnahme der Hubarme befinden sich alle Teile der Fronthydraulik unter der Motorhaube. Das bedeutet, von den ästhetischen Vorzügen abgesehen, eine Reduktion der Gesamtabmessungen des Traktors, wenn man berücksichtigt, dass die Hubarme in 20 Sekunden demontiert werden können. Die frontseitige Zapfwelle macht 1000 Umdrehungen pro Minute bei 90% der Motorhöchstleistung und wird mittels einer Mehrscheibenkupplung im Ölbad elektrohydraulisch durch Drehen eines Schalters zu Rechten des Fahrers in Gang gesetzt. Von besonderem Interesse ist, dass bei früherer Verwendung der gleichen Bestandteile für die hintere Zapfwelle keine anderen Ersatzteile auf Lager gehalten werden müssen. Bei Verwendung der Fronthydraulik bietet der Traktor eine neue Arbeitsweise, nämlich die Durchführung kombinierter Arbeitsgänge mit front- und heckseitig angebauten Geräten, was beträchtliche finanzielle und agronomische Vorteile mit sich bringt. Unser Angebot eines in die Struktur des Traktors integrierten frontseitigen Hydraulik-Zapfwellensystems erschließt den Markt definitiv, weil es den großen Wert der kombinierten Arbeitsgänge beweist.
Bei der Bodenbearbeitung gewährleistet die Kombination eines front- und eines heckseitigen Pfluges, eines frontseitigen Grubbers mit einer heckseitigen Fräse, einer Kreiselegge oder eines Spritzgeräts an der Vorderseite mit einer Sämaschine am Heck beträchtliche agronomische Vorteile, wie zum Beispiel bedeutend geringere Bodenverdichtung, bessere Gewichtsverteilung auf die beiden Achsen, daher bessere Bodenhaftung. Ebenso wichtig sind die finanziellen Vorteile, die eine Investition äußerst lohnend machen. Geringere Anzahl notwendiger Durchgänge. Geringerer Zeitaufwand, daher Treibstoff- und Arbeitskosteneinsparungen. Bei den Arbeiten während des Wachstums der Kulturen können dank gleichzeitigem Einsatz eines frontseitigen Spritzgeräts und einer Fräse am Heck oder eines frontseitigen Düngerstreuers und eines Spritzgeräts am Heck zwei Arbeitsgänge zur gleichen Zeit mit beträchtlichen agronomischen Vorteilen und Energieeinsparungen durchgeführt werden. Zudem können diese Traktoren mit einem drehbaren Fahrersitz ausgestattet werden, der eine bessere Sicht, somit eine bessere Arbeitsqualität und geringeren Stress des Fahrers gewährleistet. Ferner erhöhen an der Vorder- und Hinterseite des Traktors angebrachte Behälter mit Pflanzenschutzmitteln den Aktionsradius beträchtlich. Während der Heuernte ergeben sich aus den kombinierten Arbeitsgängen Verkürzungen der Arbeitszeit sowie geringere Bodenverdichtung und geringeres Zermahlen des Futters, somit kleinere Ertragsverluste. So können ein Front- und ein Heckmäher kombiniert eingesetzt werden, die bei jedem Durchgang eine 5 Meter breite Front schneiden. Oder eine frontseitige Mähmaschine und ein Ladewagen, oder eine frontseitige Mähmaschine und ein heckseitiger Heuwender. Oder schließlich ein Rechwender an der Front und eine Rollpresse am Heck. Die Arbeit mit rückwärts gedrehtem Fahrersitz und einer in der Motorachse liegenden Mähmaschine garantiert außerdem eine bessere Anpassung an Unebenheiten des Bodens, größere Wendigkeit und bessere Sicht. Der drehbare Sitz wird noch mehr bei den Arbeiten auf dem Hof geschätzt, zum Beispiel bei der Stallreinigung oder der Einlagerung von Häckseln in Flachsilos mittels einer am Heck angebrachten Schaufel. Die bessere Sicht und die natürliche Körperhaltung des Fahrers erleichtern die Arbeit und erhöhen die Produktivität. Der Einsatz von Anbaugeräten wie Hecklader mit leicht auswechselbaren Schaufeln für Getreide- und Erdbewegung oder wie Gabelstapler zur Einlagerung landwirtschaftlicher Produkte, bringt die Vielseitigkeit und die Einsparung von Betriebs- und Investitionskosten noch mehr zur Geltung. Die bis dahin angeführten finanziellen Vorteile können ohne weiteres quantifiziert werden. Aufgrund der kombinierten Arbeitsgänge und des rationellen Betriebs, je nach den Erfordernissen der Arbeit in der einen oder anderen Fahrtrichtung, mit besserer Sicht auf die Anbaugeräte und geringerer Beanspruchung des Fahrers können die entsprechenden Zeiteinsparungen realistisch auf mindestens 20% geschätzt werden. Unter der Annahme von jährlich 1000 Arbeitsstunden macht diese Zeiteinsparung von 20% 200 Stunden aus, die als Arbeitslohneinsparung ausgedrückt einen Gewinn von 2800 D-Mark bedeuten. Wenn wir ferner annehmen, dass der Motor im Durchschnitt nur bei 75% seiner Höchstleistung eingesetzt wird, ergibt sich eine Kraftstoffeinsparung von etwa 2500 Liter, was 2000 D-Mark entspricht, denen eine weitere Einsparung von etwa 200 D-Mark aus der geringeren Reifenabnutzung hinzuzufügen ist. Insgesamt werden also mindestens 5000 D-Mark pro 1000 Arbeitsstunden eingespart. Zu diesem finanziellen Vorteil kann auch jener, der sich aus der Verminderung der Amortisationskosten ergibt, hinzugerechnet werden, weil ja der Traktor auch für nicht landwirtschaftliche Zwecke wie Erdarbeiten, Säuberung der Straßenränder von Gesträuch, Reinigung von baumbestandenen Straßen und Schneeräumung eingesetzt werden kann.
Außer für die frontseitig angebrachten Geräte eignet sich die neue Fronthydraulik auch für eine rasche und einfache Belastung des Traktors mit Ballast. Wir haben ein modulares Paket von Ballastblöcken variablen Gewichts von 140 bis 420 Kilogramm patentiert, das mit der vom Fahrersitz aus bedienten Schnellkupplung am vorderen Dreipunktanschluss angebracht wird. Das Eingreifen vom Boden aus ist nur für den Anschluss des dritten Punktes nötig. Die ganze Operation wird vom Fahrer mühelos in nur 30 bis 40 Sekunden durchgeführt. Der Landwirt will heute mit größtmöglichem Komfort arbeiten, weil auf diese Weise die Ergiebigkeit der Arbeit steigt. Deshalb haben wir unsere Traktoren der mittleren Leistungsklasse mit wichtigen Neuerungen bezüglich Ergonomie, Komfort und Handlichkeit bereichert. Viele mechanische Bedienungsvorrichtungen werden jetzt elektrohydraulisch betätigt, wie die vordere und hintere Zapfwellenkupplung, das Zuschalten des Allradantriebs oder der Differentialsperre vorn und hinten, die jetzt durch Druck auf zwei Knöpfe am Armaturenbrett rechts vom Fahrersitz betätigt werden. Die weiche Schaltung erfordert vom Fahrer keinerlei Anstrengung. Vor allem aber wird durch die elektrohydraulische Betätigung die Eingriffsgeschwindigkeit erhöht. Das macht sich noch mehr bezahlt, wenn aus Sicherheitsgründen eine sofortige Sperrung der Differentiale oder die Einschaltung des Vierradantriebs nötig wird. Durch den Einsatz von Frontladern oder frontseitigen Geräten zur kombinierten Bodenbearbeitung wird die Vorderachse belastet und daher die Wendigkeit des Traktors vermindert. Deshalb haben wir unsere neuen Traktoren mit einer hydrostatischen Lenkung ausgestattet, die durch eine Drucksteigerung der Anlage und die Vergrößerung des Durchmessers des Steuerzylinders verstärkt wird. Insgesamt wird die Lenkkraft um mindestens 85% erhöht und damit eine sehr gute Wendigkeit auch bei starker Belastung der Vorderachse, selbst bei geringen Motordrehzahlen, erreicht. Zudem ist das Lenkrad neigungs- und höhenverstellbar, um die beste Position am Steuer zu ermöglichen. Zur Verbesserung der Sicht nach vorne wurden der Lufteinlass des Motors und der Auspufftopf unter der Motorhaube untergebracht. Die Klimaanlage ist außen am hinteren Teil des Kabinendachs angebracht, wo sie durch Wärmeaustausch mit kühlerer Luft, dank besserem thermischen Wirkungsgrad, die gewünschte Kabinentemperatur in drei Viertel der Zeit garantiert. Schließlich ermöglicht ein reich bestücktes Armaturenbrett, Check Panel, eine vollständige und dauernde Kontrolle aller Betriebsparameter des Traktors. Alle diese Neuerungen bieten dem Fahrer nicht nur ein entspannteres Fahren, sondern auch eine Erleichterung seiner Arbeit, sodass er sich mühelos und mit Genauigkeit der kombinierten Bodenbearbeitung und den stark beanspruchenden Arbeiten widmen kann. Zur endgültigen Beseitigung des Korrosionsproblems haben wir modernste technologische Lösungen angewendet. Die der Korrosion am stärksten ausgesetzten Teile, Motorhaube, die hohen Temperaturen ausgesetzt ist, wurden aus verzinktem Blech hergestellt, was den Rostbefall auch an Schweißnähten und an den Verbindungsstellen der Bleche oder bei Kratzern und Beulen definitiv ausschaltet. Vor der Lackierung wird das Blech zwecks besserer Haftung des Lacks einer Phosphatierung unterzogen. Dann wird das Rostschutzmittel durch Kataphorese aufgetragen, ein Elektrodepositionsverfahren im Bad, das garantiert, dass auch die schwer erreichbaren Stellen einen schützenden Lacküberzug erhalten. Mittels Robotersysteme werden darauf zwei Spritzlackschichten aufgetragen, die jeweils im Ofen getrocknet werden. An den Felgen, die dauernd dem Aufschlagen von Steinen sowie Kratzern und Reibungen infolge des häufigen Montierens und Demontierens ausgesetzt sind, wird nach der Phosphatierung und Kataphorese der Lack durch Elektrodeposition in Pulverform aufgetragen. Nach der Trocknung im Ofen widersteht der Lacküberzug der Felgen Schlägen und Reibungen und bildet einen vollständigen Schutz des darunterliegenden Blechs.
Die Schrauben an den Felgen und an der Außenseite der Karosserie wurden der Dacromet-Korrosionsschutzbehandlung, die auf Zink- und Chrompräparaten beruht, unterzogen. Alle Bohrungen wurden mit Gummipfropfen verschlossen und alle Hohlräume zwischen Blechteilen der Karosserie wurden mit Polyurethan versiegelt, um Wasseransammlungen als mögliche Quelle von Korrosion zu verhindern. Dank diesen wirksamen und innovativen Maßnahmen gegen die Korrosion bietet Same dem Landwirt mit ihren wertbeständigen Traktoren eine sichere Investition. Die neuen Modelle der mittleren PS-Klasse sind der ideale Partner des Landwirts, nicht nur wegen ihrer Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit, sondern auch als angenehme Freizeitgestalter. Durch Betätigung des Positionshebels lässt sich der Sitz im Nu in einen bequemen Sessel verwandeln. Um in angenehmer Gesellschaft gemütlich Platz zu haben.